Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Gesprächsbereitschaft. Man müsste mal. Dabei belasten es manche Menschen, sagen einfach, man müsste mal was tun. Da gibt es andere Leute, die sagen, das reicht mir nicht. Ich werde jetzt mal, ich werde etwas in meiner Ortschaft, in meinem Bezirk, in meinem Land, vielleicht sogar in meiner ganzen Nation verändern. Diese Leute steigen dann in die Politik ein. Das sind die Leute, die Sie im Moment auf den Plakaten zur Europawahl sehen. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die gucken denjenigen, die sich entschieden haben zu sagen, ich werde mal beim Verändern zu. Die beobachten die Veränderung, die berichten über die Veränderung, die bewerten mitunter auch die Veränderung. Einer, der das besonders herausragend gemacht hat, also das politische Geschehen in Deutschland, in Berlin wie in Bonn beobachtet hat, ist heute bei mir. Günther Banners ist 66 Jahre alt, geboren in Kassel, verheiratet. Er ist an der Universität Köln zum Volkswirt ausgebildet worden, beziehungsweise hat er studiert und logischerweise ein Examen gemacht. Er geht dann irgendwann zum Deutschlandfunk, geht zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, berichtet für die aus Bonn, als Helmut Schmidt noch Bundeskanzler ist, macht 1997 einen Ausflug zur Süddeutschen Zeitung, kehrt zurück zur FAZ als Ressortleiter Politik bis zu seinem Ruhestand im vergangenen Jahr. Jetzt wird es ein Buch geben von Herrn Banners. Und ja, Herr Banners, wenn man Sie so erlebt, Sie wirken so wahnsinnig frisch. Da hat man fast das Gefühl, Ruhestand, das ist eine super Sache. Also es ist, das ist die Tankenkraft. Ja, ja, ja. Ist das so? Ja, es ist eine Umstellung. Man muss morgens nicht regelmäßig sehr früh aufstehen, sondern man kann auch noch mal eine halbe Stunde länger schlafen. Ansonsten tue ich ja viel. Sie haben ja einiges angesprochen. Und wie die Bundeskanzlerin sagt, Arbeit hält jung. Und das heißt, man kann nicht wie so ein Süchtiger eigentlich tatsächlich die Droge Politik absetzen. Ich weiß, dass Leute, die mit dem politischen Geschehen zu tun haben, für die gibt es so bestimmte Rituale, den Deutschlandfunk hören beispielsweise morgens. Ja. Dann natürlich die ganze Zeit die Nachrichten weiterverfolgen. Ja. Sowas machen Sie auch alles noch? Ja, 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 ja. Deutschlandfunk hören, die Pressekommentarübersicht verfolgen, die eigene, früher eigene Zeitung lesen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, andere Zeitungen lesen. Schauen, was in den Nachrichten tagsüber kommt. Also eigentlich halte ich mich immer noch so auf dem Laufenden, obwohl ich es ja als Rentier gar nicht müsste. Sie könnten ja zum Beispiel auch einfach sagen, ich weiß, ein Freund hat das mal gemacht, der hat gesagt, ich bin es jetzt leid, ich mache das jetzt seit Jahr und Tag. Ja. Ich lese morgens, wenn ich beim Frühstück sitze, ohnehin im Roman und lasse das alles sein mit den Zeitungen, weil es mir ein schlechtes Karma macht. Und dann beschäftige ich mich mit ganz anderen Dingen anschließend. Sie bauen ja zum Beispiel an einem riesengroßen Schiff, habe ich gehört. Das ist fast einen Meter lang, wird das. Ich glaube, das ist ein Schiff aus dem 19. Jahrhundert, das Sie nachbauen. Ja, Sie sind aber wirklich extrem gut informiert. Ja, das ist die Great Eastern aus dem 19. Jahrhundert, 1850er Jahre. War damals doppelt so groß wie alle bisher gebauten, war dann auch fast 50 Jahre lang das größte Schiff der Welt, 200 Meter lang, hatte dreierlei Antrieb, Schaufelräder, eine Schiffsschraube und Segel. Und das ist ein ganz tolles Modell. Ich hatte mir immer das schon vorgenommen, das nachzubauen und aufzusupern, zu verbessern, wie es heißt. Hatte dann natürlich nach der Bundestagswahl, kam ich nicht so richtig dazu. Und dann kam der Ausstand aus dem Büro und da war auch anderes zu tun. Jetzt bin ich wieder dran und innerhalb des nächsten halben Jahres müsste es fertig werden. Wie, 1981 kamen Sie nach Bonn und da war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler. Wenn wir jetzt klar machen wollten, ich würde ein Spielfilm drin. Ich würde sagen, Herr Banners, beraten Sie mich 1981 in Bonn. Woran könnten wir dann klar machen, dass das beschaulicher war und gemütlicher, als es im heutigen politischen Berlin ist? Also erstens fand ich es damals gar nicht so gemütlich und beschaulich. Also klar, es ist keine Weltstadt. Aber natürlich für uns Journalisten und gerade für die jungen Journalisten, die ja noch was werden wollten, war es schon anstrengend. Immer den Nachrichten hinterher zu hecheln, zu gucken, dass man auch mal über Helmut Schmidt schreiben durfte, was ja nicht selbstverständlich war. Ich war noch keine 30, als ich da anfing. Und da waren natürlich die Kollegen, die schon länger da waren und auch mehr Erfahrungen hatten, als ich. Die waren, hatten natürlich das Prä. Sodass also von Gemütlichkeit und Ruhe würde ich von den Begriffen Abstand nehmen. Wenn man es partout machen will, dann würde ich Sie einladen. Wir wohnten damals in Bad Godesberg. Mhm. Und dann bin ich meistens mit dem Fahrrad von Godesberg am Rhein entlang ins Regierungsviertel gefahren. Und das ist dann schon beschaulich, nicht? Dann sieht man den Drachenfels und den großen Rhein und die Dampfer, die daherfahren. Das ist dann schon etwas Beruhigendes.
Ich glaube auch, dass es der Politik gar nicht schlecht getan hat, da mal zur Ruhe zu kommen. Und ein großer Fluss in einer Stadt, der hat was Beruhigendes für das ganze Klima, auch für das politische Klima. Gleichzeitig war natürlich, so wie Sie schon sagen, es war ja was los. Von da aus ist die Bundesrepublik gelenkt worden, auch schon damals eine wichtige Volkswirtschaft mit dem Mann an der Spitze, der glaube ich, den Begriff von der Deutschland AG selber aufgebracht hat. Hat das Helmut Schmidt gemacht oder wer war das? Also, das würde zu ihm passen, sagen wir so. Jedenfalls, der sich so benahm, auch wie ein Geschäftsführer, wie ein Generaldirektor mehr oder weniger. Ist Ihnen damals schon aufgefallen, dass Sie es bei Helmut Schmidt mit einer Jahrhundertpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts zu tun haben, zumindest so, wie er nachher dargestellt worden ist? Er hat sich dann ja erst im Lauf der Jahre nach seiner Kanzlerschaft dazu entwickelt. Natürlich hatte er große Leistungen vollbracht. Er hat die Terrorismuskrise in den 70er Jahren bewältigt. Er hat durchgesetzt den NATO-Doppelbeschluss, also die Nachrüstung mit Raketen, weil die Sowjetunion auch Raketen gebaut hatte. Aber dass er eine Jahrhundertpersönlichkeit war, habe ich damals nicht wahrgenommen. Anders als Konrad Adenauer beispielsweise. Nicht? Da wusste man gleich, also er hat ja quasi die Bundesrepublik gegründet oder mitgegründet. Und war, als er Kanzler war, auch sehr viel älter als Helmut Schmidt, war ja früher auch Oberbürgermeister von Köln gewesen und all dies. Da wusste man, hat die deutsch-französische Freundschaft mitbegründet mit Charles de Gaulle. Da wusste man schon, das ist eine Ausnahmegestalt. Bei Schmidt war das nicht so. Der war ja auch sehr umstritten, auch in seiner eigenen Partei damals. Hatte auch seine Konflikte mit Willy Brandt, mit der CDU sowieso. Trat in Fernsehdiskussionen schneidend auf, eigentlich auch gegenüber Helmut Kohl, der damals Kanzlerkandidat wurde oder CDU-Oppositionspolitiker war. Das war schon reichlich unverschämt, wie er hochmütig den Pfälzer da niederkartätschte. Jetzt ist das so gewesen, dass ich als Schülerzeitungsredakteur mal in Bonn sein durfte, Anfang der 80er Jahre. Und ich fand das total aufregend, weil alle Leute schienen mir sehr höflich zueinander zu sein, also über alle Maßen höflich. Mhm. Überall standen Leute und redeten miteinander. Dann habe ich natürlich diese ganzen Politpromis, konnte man dann ja auch ganz einfach sehen. Und dann so später am Tag habe ich beobachtet, dass Leute überall Bier tranken oder Wein tranken und sowas. Ist das eine völlig falsche Wahrnehmung gewesen? Also, dass alle Leute auch miteinander in Kontakt waren auf eine mehr oder weniger gesellige Weise auch? Das hat sich verändert im Vergleich zu Jahre später und im Vergleich zu hier in Berlin jetzt. Die Bundestagsdebatten waren schon sehr heftig, ne? Also voller Emphase und Polemik und all dies. Aber es gab dann immer so einen Resthumor und trafen sich dann also die Abgeordneten der CSU mit denen der SPD, die Grünen gab es ja noch nicht und die Linke auch noch nicht, und trafen sich dann abends beim Skat. Also die Verantwortung, die gemeinsame Verantwortung in verschiedenen Rollen als Regierungsfraktion, Regierungspolitiker oder als Oppositionspolitiker, die haben sie gleichermaßen ernsthaft wahrgenommen, aus Verantwortung, auch aus politischem Ehrgeiz, sie wollten ja alle was werden. Und jedenfalls hatten die dann auch ihre privaten Treffen. Bei Ria Maternus in Bad Godesberg ein Lokal, das hieß also wir gehen zu Ria. Da war allerdings das Durchschnittsalter damals entsprach ungefähr dem wie bei mir heute. Mhm. Also, ja, ich hatte damals auch das Gefühl, da gibt es fast nur Männer und das sind alles Anzugsmänner und die haben irgendwie alle so ein Auftreten wie mein Großvater. So erschien mir das damals. Ja. Das war auch tatsächlich total männlich, muss man sagen. Also da haben wir jetzt schon einen enormen Fortschritt gemacht, wobei der neue Bundestag hat wieder etwas weniger Frauen als Parlamentarierin, aber mindestens im Journalismus. Also das war damals schon eine reichlich männliche Sause eigentlich. Ja, das war, ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht im Kopf, aber ich schätze mal 90% der Bundestagsabgeordneten oder auch 95% waren Männer. Es gibt ein Foto aus der ersten großen Koalition von CDU, CSU und SPD. Der Bundeskanzler hieß damals Kurt-Georg Kiesinger und Willy Brandt war Vizekanzler und Außenminister. 66 bis 69 war das. Und dann saßen die mal zu einer Kabinettssitzung im Sommer, Juni, Juli 1967, 68 vielleicht. Draußen im Garten zwischen zwei Plantanen, die es heute noch gibt übrigens. Ein großer Kabinettstisch inklusive der Uhr. Dann habe ich mir das Foto angeschaut und es waren tatsächlich zwei Frauen, zwei Ministerinnen waren da. Die saßen aber
am Rand des Tisches. Und ich glaube, die hatten auch nicht viel zu sagen. Die waren Ministerin geworden, weil irgendwie jede Partei eine Fraktion, eine Frau ins Kabinett schicken wollte. Was hat Ihnen daran Spaß gemacht? Ich meine, Sie haben das dann Ihre gesamte Karriere weitergemacht. Sie haben die gesamte Karriere weiter die dann kommenden Bundeskanzler beobachtet. Kohl, Schröder, Merkel. Was hat Ihnen daran so Spaß gemacht, dass Sie gesagt haben, genau dabei bleibe ich? Weil wir haben ja schon gelernt, Sie könnten auch sich für was anderes interessiert haben. Sie hätten auch den Kollegen sagen können, vorne bei der FAZ Kultur, das macht auch total Spaß. Kann ich mir Ausstellungen angucken gehen und sowas. Also was mich interessiert hat, war das Zustandekommen, das Entstehen von Politik. Also nicht nur irgendwie eine Bundestagsdebatte wiedergeben mit den Exzessen oder auch mit der Langeweile oder so etwas, sondern wie wird Politik gemacht in einer Partei oder auch in einer Regierung, in einer Koalition? Und wie entwickeln sich junge Politiker zu Regierungspolitikern? Also Gerhard Schröder habe ich kennengelernt, da war er noch JUSO-Vorsitzender. Wie entwickelt er die Fähigkeiten, die er braucht, um Bundeskanzler zu werden? Also er hatte sehr frühzeitig schon gesagt, dass er Bundeskanzler werden will. Und das hat er bezeichnenderweise vor allen Dingen jüngeren Kollegen erzählt und nicht den alten. Den jüngeren deshalb, weil er sagte, mit denen habe ich dann längere Zeit zu tun. Nicht? Also lieber sage ich es dem jungen Kollegen vom Spiegel oder dem jungen Kollegen von der FAZ als dem alten Büroleiter der Blätter, weil ich weiß, Banners oder der junge Kollege vom Spiegel, der ist noch dabei, wenn ich Kanzler bin. So, aber dazu brauchte er Fähigkeiten, er musste sich weiterentwickeln, er musste charakterlich sich weiterentwickeln, er musste Erfahrungen sammeln, er musste auch Niederlagen erleiden. Also. Anderes Beispiel, ich habe ja Anfang der 80er Jahre als jüngerer oder junger Kollege, junger Journalistenkollege die Grünen beobachtet. Und die machten damals, als sie in den Bundestag gekommen waren, ihre Fraktionssitzungen öffentlich, presseöffentlich. Presseöffentlich hieß, Zeitungskollegen hatten Zutritt. Die Fernsehkameraleute, die mussten dann irgendwie nach 5 Minuten raus. Und auch Hörfunk durfte nicht mitgeschnitten werden, aber wir durften alles mitschreiben. Und es kamen da ja Leute zusammen in dieser Grünen-Fraktion, die noch nie miteinander was zu tun gehabt hatten. Außer, dass sie mal sich auf einem Parteitag vielleicht kennengelernt hatten. Die kamen aus Berlin und aus Bayern und aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und so weiter. Und wie entsteht dann eine Hierarchie? Also wer ist oben, wer ist unten? Lange Zeit der Leitwolf, der letzte Rock'n'Roller, Joschka Fischer. Ja, zum Beispiel. Aber wie wurde Joschka Fischer der Leitwolf? Indem er sich eine Truppe um sich bildete, eine Truppe um sich versammelte von Mitarbeitern. Also der stellvertretende Pressesprecher der Fraktion war einer seiner Buddies. Der parlamentarische Geschäftsführer war auch einer seiner Buddies. Er hat ein Bündnis geschlossen. Otto Schilly war damals ja bei den Grünen, mit dem hat er auch so. Obwohl die sich wesensfremd waren, also der Bürgersohn Otto Schilly, der Fabrikantensohn. Und der Metzgerjunge und spätere Taxifahrer. Und aber beide wollten was werden und beide wollten am liebsten regieren, und zwar als Minister. Ne? Und Frauen kamen bei ihnen auch nicht so wirklich vor. Also gemeinsame Gegner von den beiden war vor allen Dingen Petra Kelly, die damals sehr, sehr berühmt war, in Deutschland wie im Ausland. Eine auf Marktplätzen und bei Großdemonstrationen eine tolle Rednerin, wirklich begnadet. Aber sie konnte, auch das war interessant zu beobachten, sie konnte diese Fähigkeiten nicht im Bundestag umsetzen. Sie konnte vor 200.000 Demonstranten bei den großen Demonstrationen gegen die NATO-Raketen im Bonner Hofgarten da an der Universität, konnte sie fantastisch reden, besser als die meisten sonst da. Aber im Bundestag drang sie nicht durch. Und sie ließ sich von jedem Zwischenrufer aus der Bahn werfen. Joschka Fischer oder auch Otto Schilly hingegen wurden von Zwischenrufen erst wirklich munter gemacht. Und die waren auch spontaner, vor allen Dingen Fischer war spontaner. Fischer beherrschte die Form der Ironie und des Sarkasmus.
hatte auch das Spielerische damit verbunden. Petra Kelly hatte das nicht, die war zu ernsthaft vielleicht. Mhm. Jetzt ereignet sich die Welt, man könnte sagen wie John Irving, the world according to Banners. Mhm. Es passiert jetzt genauso, wie Sie es vorhergesagt haben oder zumindest in einem Punkt vorhergesagt haben. Denn Sie haben damals die Grünen so intensiv beobachtet, dass Sie zu dem Ergebnis gekommen sind, die sind eigentlich eine Volkspartei. Ja. Wenn wir jetzt die Zahlen vom, ich glaube, vergangenen Sonntag zugrunde legen, dann sind die Grünen zumindest, das heißt nicht nur vom vergangenen Sonntag, in den ganzen vergangenen Wochen sind die Grünen immer deutlich vor der Volkspartei SPD. Das heißt, man müsste beinahe davon sprechen, wie gesagt, wenn man da Bock drauf hat, sich auf diesen einen Begriff, um den einen Begriff die ganze Zeit zu sagen, aber man könnte sagen, Sie sind eine Volkspartei. Warum haben Sie das, was damals schon geahnt, Herr Banners? Woran konnten Sie das erkennen? Also ich habe es natürlich nicht an der Größe festgemacht. Also die Grünen, als sie das erste Mal in den Bundestag kamen, gerade mal knappe 6%. Insofern waren sie keine Volkspartei. Volksparteien waren sie aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Der eine ist die thematische Breite. Auch Journalistenkollegen sagten, Herr Banners, nein, und die Grünen, das ist eine Punktpartei, sind nur gegen Kernkraftwerke. Und sonst sind sie für nichts zu haben und für nichts zu gebrauchen. Ich habe das anders gesehen, weil die Grünen haben, nehmen wir die Kernenergie, die sie ja abschaffen wollten, damit mussten sie sich auseinandersetzen mit Fragen der Wirtschaftspolitik. Mhm. Kann man sofort aus der Kernenergie aussteigen, wie es die sogenannten Fundis wollten, oder dauert das einige Jahre, wie es die sogenannten Realos wollten? Also es war der Bereich der Wirtschaftspolitik, wurde über solche Fragen bestimmt bei ihnen. Nehmen wir an die Innenpolitik, haben die Grünen diskutiert, damals auch sehr umstritten über die Volkszählung und Datenschutz und innere Sicherheitsfragen. Und erkennen wir das Gewaltmonopol des Staates an. Das heißt, sie hatten aus ihrer Sicht den Bereich der klassischen Innenpolitik auch besetzt. Und dann nehmen wir noch den Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Der wurde besetzt mit der Frage Ja oder Nein zur NATO und Ja oder Nein zur Nachrüstung. Mhm. Klar wurde die Nachrüstung abgelehnt. Aber schon bei der Frage Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO gab es bei den Grünen unterschiedliche Positionen. Die einen sagten sofort raus und so, also schreiben nach Brüssel oder nach Washington, also wir sind weg. Und die anderen sagten, naja, so schnell geht das nicht und wir müssen so. Dann mit verbunden dann aber auch das Verhältnis zu Frankreich. Frankreich als Atommacht, mhm, können wir an der Freundschaft zu Frankreich festhalten. Auch Fragen, Stichwort Sowjetunion und Warschauer Pakt. Wie stehen wir dazu? Wenn wir Atomraketen für die Bundesrepublik ablehnen, müssen wir dann nicht zwangsläufig auch die Atomraketen der Sowjetunion ablehnen. Das heißt, thematisch waren sie breit aufgestellt. Und das andere war die Frage der Wählerschaft. Also da war mein Lieblingsbeispiel damals, ist auch heute noch eigentlich. Also nehmen wir ein Ehepaar, Apotheker und seine Ehefrau. Jedenfalls damals, Apotheker selbstverständlich Wähler der FDP, vielleicht gerade noch der CDU, aber eigentlich FDP. Aber die Ehefrau, die wählte Grün. Und das stellte man fest in Bad Godesberg, wo ja eher der Apothekertyp lebt mit seiner Ehefrau und den Kindern. Da hatten die Grünen einen erstaunlich hohen Wähleranteil für sich gewonnen und dann auch im privaten Bekanntenkreis. Also Zweitwagen in der Familie war schon eine gute Sache, also nicht bei mir, also so viel bekamen wir damals nicht. Aber jedenfalls bei manchen unserer Freunde, also Zweitwagen. Aber auf dem Zweitwagen klebte hinten drauf Atomkraft. Nein, danke. Ich sag zu ihr, sag mal, kannst du das vertreten? Du fährst mit deinem Zweitwagen dein Kind 500 Meter von zu Hause in den Kindergarten. Mhm. Das ist doch, dann musst du doch zwangsläufig, du verplemperst Energie, statt das Kind zu Fuß hinzubringen oder mit dem Fahrrad. Also ist das doch ein gewisser Widerspruch. Und dieser Widerspruch, den gibt es ja heute bei den Grünen immer noch, nicht zwischen radikal oder fast radikalen Ansätzen und der Wirklichkeit der Menschen und deren Vorlieben. Also das heißt, dieses Wohlgefühl, was Sie erzeugen wollen, Robert Habeck hat am Wochenende im Interview mit der Welt am Sonntag gesagt, dass er im Zweifelsfall auch für die Enteignung von Wohneigentum beispielsweise ist. Ja. Das vieles machen die, könnte man platt sagen, auch aus folkloristischen Gründen. Also sie machen das, um die Seele zu wärmen, wohl wissend, so einfach ist das alles nicht. Und vor allen Dingen, wir haben keine Wohnung mehr, wenn wir anfangen zu enteignen. Ja, ja, wobei Habeck ja enteignen will, nur dann, also erstens, wenn es gar nicht anders geht und zweitens soll es ja auch dann solche Entschädigungszahlungen geben.
Und ansonsten glaube ich, die Grünen stehen ja gerade auf der Linken, SPD-Linke oder bei der Linkspartei sowieso im Verdacht, schon lange im Verdacht, in Wahrheit eine neoliberale Partei zu sein. Mhm. Und dann ist natürlich schön, wenn der Vorsitzende mal sowas die SPD sagt. Links überholt einen raushaut. Aber nehmen wir mal Robert Habeck. Robert Habeck ist ja beinahe schon so eine Art politischer Popstar, wenn es das gibt. Jetzt überlegen wir mal, das haben viele Journalisten, hochrangige Politjournalisten natürlich auch immer gemacht, Politikberatung. Nehmen wir an, es gibt jetzt einen Quereinsteiger. Nehmen wir an, es gibt jetzt jemanden, der sagt, wie ich eingangs sagte, ich werde jetzt. Und der kommt zu Ihnen, der sagt, Herr Banners, ich möchte Einfluss gewinnen, ich möchte Politik machen, ich bin Quereinsteiger, ich habe eine Karriere hinter mir, aber ich bin mindestens so gewinnend wie Robert Habeck, weil ich auch einfach die Politsprache nicht mitspreche. Erstmal, in welche Partei sollte der gehen, damit er womöglich Einfluss bekommt oder politisch gestalten kann, wie man das dann immer nennt? Jetzt muss ich ja in die Glaskugel gucken, ne? Natürlich, wie bei den Grünen auch, haben Sie ja damals auch gemacht, Herr Banners. Bei den Grünen auch. Sie können auch die Glaskugel gleich behalten, also da kommen andere Fragen. Das ist also im Prinzip würde ich sagen, also im Moment die stärkste Partei ist erkennbar die CDU/CSU und die bleiben das wahrscheinlich auch noch was. Aber wer weiß das schon, wenn auf einmal ganz neue Bündniskonstellationen entstehen, dann ist auf einmal Robert Habeck von den Grünen Bundeskanzler. Weil die Grünen stärker sind als die SPD. Sowas wirklich für denkbar? Ist sowas denkbar, dass Robert Habeck Bundeskanzler wird? Das ist, ich glaube es nicht, weil er hat dann doch, also für mich strahlt er nicht den Willen aus, partout Bundeskanzler werden zu wollen. Und also meine Auffassung ist, Kanzler wird nur jemand, der es mit Haut und Haaren will. Also, aber haben Sie das Gefühl, dass Annegret Kramp-Karrenbauer es mit Haut und Haaren will? Nee, ehrlich gesagt nicht. Jetzt heißt Ihr Buch, über das wir jetzt noch nicht reden, weil das gibt es noch gar nicht, das gibt es erst ab dem 2. Mai, es heißt die Machtverschiebung. Ja. Und Sie haben vorhin schon angedeutet, so beschaulich ist es Ihnen in Bonn gar nicht vorgekommen. Aber Sie haben auch gesagt, es gab so eine Art Resthumor. Das heißt, dann unterstelle ich jetzt daraus, diesen Resthumor stellen Sie in dem jetzigen politischen Betrieb hier in der Stadt nicht mehr so fest. Jedenfalls nicht mehr so wie früher, ja. Mhm. Inwiefern nicht? Also sind die Leute einfach strenger, ernster? Haben die mehr Zeitdruck? Die haben mehr Zeitdruck. Die Rolle der Medien ist eine andere als früher. Also nehmen wir den missglückten Scherz von Frau Kramp-Karrenbauer über die verschiedenen Geschlechter und wie viele Toiletten und wer auf welche Toilette im Sitzen oder im Stehen. Also im Karneval unterscheidet man gute Witze und schlechte Witze. Das war ein schlechter Witz. Aber die Frage ist, wie wurde damit umgegangen, mit diesem missglückten Gag? Ne? Und das wäre damals in Bonn, hätte man vielleicht, das war nur ein bisschen schräg. Aber hier lief ja ein ganzer Shitstorm über die. Den nicht Journalisten zwangsläufig anzetteln, sondern die bringen den eher in Bewegung und dann setzen sich andere Leute, die mit twittern. Also, manchmal wird es ja auch erst getwittert. Also die Veranstaltung von Kramp-Karrenbauer irgendwo in Baden-Württemberg wurde, glaube ich, sowieso erst über einen Twitter-Kanal oder was bekannt. Und dann setzen sich die Kommentatoren drauf und in großen Zeitungen, in kleinen Zeitungen und dann setzten sich die Newsletter drauf und dann kam die ganze Sache ins Rollen. Nicht? Aber jetzt muss man sagen, Sie sind im vergangenen Jahr gepriesen worden. Sie haben den Theodor-Wolff-Preis für Ihr Lebenswerk bekommen. Ja. Den Theodor-Wolff-Preis bekommt man sowieso nur einmal im Leben, aber das ist ein ganz besonderer, weil Sie haben ihn für Ihr Lebenswerk bekommen. Und der Laudator hat gesagt, Sie haben sich im Wortsinne als Berichterstatter begriffen. Ja. Also Sie haben über das politische Geschehen Bericht erstattet. Ja. Jetzt gibt es Leute, Kollegen, jüngere Journalisten, die würden sagen, die darüber auch schon Bücher geschrieben haben, die würden sagen, das ist genau alt. Das ist überkommen, weil Journalismus braucht heutzutage eine Haltung. Ich kann nicht über die AfD schreiben und so tun, als seien sie eine normale Partei. Verlangen die Kollegen. Ist das richtig? Ist es deswegen auch gut, dass Sie im Ruhestand sind, weil Sie dann das so nicht mehr machen müssen? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls, solange ich bei der FAZ war, wurden solche Anmutungen an mich nicht gestellt. Natürlich kann man sagen, also Herr Banner, schreiben Sie einen Kommentar, einen Leitartikel dann sehr gerne und dann auch meinungsstark. Aber dass die normale, gewöhnliche Berichterstattung quasi meinungsgeführt wird, das ist mir nicht abverlangt worden. Mhm.
Und es stört mich auch, ich lese ja auch Zeitungen und so weiter und denke, meine Güte, man kann auch eine Sache beschreiben, ohne diese vordergründige Kommentierung gleich mitzuliefern. Nicht? Warum ist das so populär? Warum ist das so populär nach Ihrer Meinung? Weil wenn man jetzt meinetwegen auf Spiegel Online geht, überall da, wo ich so jüngeren Menschen oben drüber sehe, habe ich oft das Gefühl, da steht schon in dem sogenannten Vorspann, steht schon vorne drin, wie man das zu sehen hat, was da gerade besprochen wird. Liegt das daran, dass die Menschen, die Kunden, die Kundinnen, die Leser, die Leserinnen nicht mehr so souverän sind, dass man denen nicht mehr so viel souveränes Urteil zutrauen kann? Ich glaube, es liegt... Wobei als Älterer sollte man sich zurückhalten mit der Bewertung der Arbeit von Jüngeren. Also das ist... Ist ja egal, also jung, ja, alt. Ja, aber es ist, glaube ich, auch eine Generationsfrage. Jüngere Kollegen, junge Kollegen schreiben lieber unter einem vollen Namen oder schreiben lieber einen Leitartikel als eine, in Anführungszeichen gesprochen, einfache Nachricht. Und das ist eine Entwicklung, die ich, sagen wir mal, hier und da mit Sorge verfolge. Und, wo ich dann auch keine Lust habe, das zu lesen, ehrlich gesagt. Wenn ich das Gefühl bekomme, der Autor setzt sich eine These in den Kopf, also AfD ist sowieso, CDU ist sowieso, Kramp-Karrenbauer hat einen doofen Witz gemacht und das begründe ich jetzt. Okay. Dann weiß ich das, also der Kollege oder die Kollegin ist so und so geeicht und findet das gut oder findet das schlecht. Was mich viel mehr interessiert beim Lesen sind Informationen, und zwar die wahren Hintergrundinformationen, nicht die Information, dass ein Politiker in der Bundeskanzlerin im Bundestag irgendwie nicht zuhört oder irgendwie auf ihrem Smartphone rumspielt oder so. Oder dumm grinst, wenn irgendwie einer von der AfD einen dummen Witz macht oder so etwas. Sondern wie verhält sich, in dem Falle die Bundeskanzlerin oder Frau Nahles von der SPD, wie verhält die sich im Binnenbetrieb und welche Bündnisse schließt sie und welche Absprachen schließt sie? Das interessiert mich. Sie haben auch schon mal zum Ausdruck gebracht, weil Sie, ich glaube, von der Taz interviewt worden sind, dass die AfD jetzt nicht so das ist, was Sie besonders geschmackvoll finden. Ja. Aber Sie haben dann auch dazu gesagt, das würde aus Ihrer langjährigen Erfahrung, der Sie das deutsche Parlament beobachten, doch da schon frischen Wind reinbringen. Ja. Inwiefern? Weil auf der anderen Seite lesen wir Berichte, ich glaube, Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, hat das auch schon geäußert, dass von da aus natürlich ein Gepöbel und eine unangenehme Stimmung aufgebracht, wo man denkt, naja, das ist eigentlich eher unparlamentarisch, wie die sich verhalten. Ja, das, also, warum kann es also trotzdem so gut sein fürs Parlament? Ja, weil dann die andere Seite, also die Grünen oder die CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion, gezwungen werden, ihre eigenen Argumente neu zu schärfen oder auch von mir aus frontal dagegen zu halten, um der AfD nicht den Spielraum zu überlassen. Und dass früher im Parlament nicht gepöbelt wurde, das haben die irgendwie vergessen oder sie waren nicht dabei. Also Herbert Wehner ist ja noch allgemein bekannt, der SPD-Fraktionsvorsitzende. Und es gab damals den CDU-Abgeordneten Jürgen Todenhöfer, der ein bekannter Buchautor ist und Experte für Nahostfragen und Syrienkrieg und so weiter. Der damals ein junger CDU-Abgeordneter war und frech war und so. Und Wehner vom Pult des, ich weiß nicht genau, also entweder als Zwischenruf oder vom Rednerpult aus, hat Jürgen Todenhöfer als Hodentöter beschimpft. Also da ging es dann schon hoch her. Oder Joschka Fischer, als er sagte, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Also es war nicht so, als ob das damals irgendwie alles nur Puschi-Puschi war. Ne? Das war es nicht, und wir können da auch noch hoffentlich viele schöne Sachen in Ihrem Buch nachlesen, Herr Banners. Ich konnte jetzt nicht mehr dazu kommen, Sie in die Glaskugel gucken zu lassen, ob die Bundeskanzlerin bis zum Ende der Legislaturperiode macht. Macht aber auch nichts, denn wir haben schon so viel gelernt. Vielen Dank, Herr Banners, für heute. Meine Damen und Herren, das Gleiche gilt für Sie. Vielen Dank. Morgen Abend darf ich mich mit Andrea Wulff unterhalten. Sie ist Alexander von Humboldt-Biografin, wird uns also erzählen, wie dieser große deutsche Forscher barfuß tatsächlich die Anden hochgegangen ist. Also eine spektakuläre Geschichte. Bis morgen Abend. Heute noch eine gute Nacht in Ihrem RBB.